Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten eine interessante Aufgabe, und zwar, ich habe einen Silizium-Halbleiter. Dieser ist mit Akzeptoren dotiert, und zwar mit 10 hoch 14 Akzeptoren hat er aktuell drinnen. Und jetzt ist die Frage, okay, was ist jetzt die Elektronen- und Löcherdichte, Fragezeichen, und später wird dann nochmal richtig dotiert, und zwar nicht mit Akzeptoren, sondern mit Donatoren. Und dann ist die Frage, was ist dann die Dichte? Nur zur Information, also die Eigenleiterdichte Ni von Silizium ist 1,5 mal 10 hoch 10, 1 durch Kubikzentimeter. Das soll eine Null sein. Passt. Wünsche euch viel Spaß dabei. Elektronendichte und die Löcherdichte, wie berechne ich das? Gehe richtig mit dem Massenwirkungsgesetz. Ni Quadrat ist N mal P. Ja, wenn ich das hier habe, Na ist gleich 10 hoch 14, dann kann ich hier ungefähr eine Näherung machen, dass wie jeder Akzeptor, das ist ein dreiwertiger Akzeptor, wäre in diesem Fall hier Bohr, der hat ja sozusagen ein Loch. Und dann kann ich eigentlich sagen, okay, das ist ungefähr die Anzahl der Löcher. Das ist eine Näherung, die man hier ohne weiteres machen kann. Setze ich hier in diese Formel ein, dann folgt daraus, N ist gleich Ni² durch P, macht 1,5 mal 10 hoch 10, 1 durch Kubikzentimeter, durch im Quadrat natürlich, durch, was haben wir hier, 10 hoch 14, Ja, jetzt kann man hier noch ein bisschen ausrechnen. 2,25, die klassische Zahl, 10 hoch 20 durch 10 hoch 14. Hier hinten 1 durch Kubikzentimeter bleibt übrig. Hier 1 durch Kubikzentimeter steht, und dann wird es 3 durch 3, minus 3 wird wieder die 3. So, dann kann ich die 14 mit den 20 hier verrechnen, wird zu 6. Und es bleibt übrig eine Elektronendichte von 2,25 mal 10 hoch 6, 1 durch Kubikzentimeter. Und die Löcherdichte wäre hier dann 10 hoch 14. Wenn man ungefähr, ich sage mal ein bisschen so zusammenfasst, das und das ungefähr auf das Quadrat, also 10 hoch 20 von den Potenzen, ja, naja, passt schon. Gut, jetzt Fall 2, wie ich gesagt habe. Jetzt kommt hier noch ein Donatorstoff hier hinzu, und zwar von 10 hoch 17 wird hier richtig reingepuffert in diesen Silizium-Halbleiter. Jetzt ist die Frage, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Wie muss ich jetzt hantieren bei dieser Aufgabe? Ja, das Erste, was ich mal wissen muss, ist, es gibt die sogenannte Rekombination. Das bedeutet, ein Loch trifft auf ein, also ein Elektron trifft auf ein Loch, und was kommt raus? Nix. Also sprich, die rekombinieren. Also von den Ladungen positiv, negativ, fällt weg. Und ja, das habe ich natürlich hier. Hier habe ich lauter Löcher ins System gebracht. Jetzt bringe ich hier noch Elektronen ins System. Das bedeutet, die rekombinieren. Sprich, alle Löcher, also alle Elektronen minus alle Löcher. Und was ergibt das? Das ergibt eine schöne Zahl. Und zwar, also hier habe ich 10 hoch 17 minus 10 hoch 14. Ja, das ergibt dann 9,99 mal 10 hoch 17. Ne, 16 müsste das hier sein. 16. Muss ich trotzdem nochmal nachrechnen. Bei solchen Geschichten bin ich schwach. 10 hoch 14. 9,99. 9,9 hoch 10 hoch 16. Also ungefähr bleibt es bei der Donatordichte, weil die richtig hier reinbuttert mit den ganzen Elektronen. So, dann kann ich ungefähr sagen, okay, wenn das die Donatordichte ist, dann ist ja das ungefähr N. Jetzt kann ich wieder ins Massenwirkungsgesetz reinmarschieren und sagen, okay, P ist dann, also diese Formel hier umgestellt, P ist dann Ni² durch N. Das macht hier 2,25, kann man hier gleich übernehmen, mal 10 hoch 20 durch die 9,99 mal 10 hoch 16,
und dann kommt raus, irgendwas schätze ich mal hier so 10 hoch 3 rum. Rechnen wir es mal auf, 2,25 mal 10 hoch 20 durch 9,99 mal 10 hoch 16 und ich erhalte hier raus, ja, so passt im Tausenderbereich, also so 10 hoch 3 Bereich rum, ja, 2252,1 durch Kubikzentimeter, also sprich, was heißt das eigentlich? Auf einem Kubikzentimeter, also auf einem solchen dreidimensionalen Würfel, habe ich hier 2252 Löcher drin und Elektronen habe ich hier von 9,99 mal 10 hoch 16 drin. Also, das ist schon gigantisch, wie groß die Zahl ist. Nur, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, 10 hoch 6 sind ja Millionen, 10 hoch 9 sind Milliarden und 10 hoch 12 sind Billiarden. Wir haben eine Staatsverschuldung von ungefähr 2 Billiarden und das ist hier nochmal eine Schippe oben drauf. Also kann man sich vorstellen, was hier Elektronen in so einem kleinen Quadrat hier drinnen sind. Von Zentimeter auf Zentimeter auf Zentimeter. Gut, Leute, dann würde ich sagen an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen hoch, hier oben könnt ihr noch abonnieren, hier geht es weiter mit einem weiteren Video, genauso wie hier unten und hier drüben. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander mit Elektrotechnik in 5 Minuten.